Also, guten Tag, Herr Leupold. Zuerst also herzliche Grüße aus Peking und herzlich willkommen zu unserer Hörer-Hotline. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist der Dieter Leupold aus Leipzig. Ich grüße China Radio International, das deutsche Team. Ja, ich stelle mich einfach vor. Bitte. Wie gesagt, mein Name ist Dieter Leupold. Ich wohne in der Stadt Leipzig. Leipzig liegt in Sachsen, in den neuen Bundesländern. Wir haben so rund 500.000 Einwohner. Beruflich bin ich Angestellter, arbeite sehr viel Nacht im Sicherheitsgewerbe. Dann bin ich verheiratet und einen Sohn habe ich schon 18 Jahre. Und zum Programm würde ich dann noch einiges sagen. Ja, also Herr Leupold, Sie hören unser Programm schon seit mehreren Jahren, ja? Das stimmt. Ich höre sehr lange schon China Radio International oder Radio Peking, wie es noch früher hieß. Also als unser Stammhörer können Sie hier auf Ihre langjährige Verbindung mit Radio China International zurückblicken. Ja, das kann ich. Ich höre schon, ich schätze, so 18, 20 Jahre das Programm China Radio International. Da war noch nicht so intensiv wie heute, weil ich noch damals habe ich das noch über Kurzwelle gehört. Da war der Empfang noch nicht so wie heute über so schön, so gut und über Programme wie BAN und ist für mich kein unbekannter Sender. Sie hören oft unser Programm. Was ist Ihre Meinung dazu? Und wie ist die Empfangsqualität unseres Programms? Also welche Anregungen haben Sie noch zu unserem Programm? Ja, wie ich schon sagte, ich höre sehr viel das Programm. Ich höre sie zu Hause über Kurzwelle oder wenn ich die Empfangsqualität in besserer Qualität hören will, kann ich sie über Satellit hören, über WAN Deutsch. Dort wird ja das Programm dreimal täglich ausgestrahlt, je eine Stunde. Dann kann ich sie auch auf Mittelwelle hören, über die Mittelwelle 1440 kHz, die hier in Leipzig auch sehr gut abends reinkommt und mit Ortsenderqualität kommt. Auch die Kurzwellen sind fast durchgehend alles sehr gut bis gut zu empfangen. Zum Programm bin ich natürlich auch Stammhörer der Nachrichten. Dann Wetterbericht interessiert mich vor allem über China, über das große Land China. Dann die Börsen- und Geldsendungen. Dann die Quiz-Sendungen, Kaleidoskop, bin ich sogar Stammhörer. Und natürlich auch Hörerbriefkasten. Das ist erstmal bloß im groben Sinne, was ich viel höre von Ihren Programmen. Ja, darin können Sie die Meinungen von vielen Hörern wissen, ja? Genau. Dadurch kennt man auch sehr viele Hörer durch Namen. Ja. Gerade in der Hörerpostsendung sind die meisten Hörer. Ich kenne sie nicht persönlich, ich kenne sie nur gerade durch die Verlesung von zum Beispiel, wenn welche bei Verlosungen teilgenommen haben oder in der Hörerpost selbst, wenn die sich vorstellen, da kennt man das eben durch viele Jahre langer Hörbarkeit. Ja, genau. Gut. Herr Leopold, besuchen Sie auch unsere Webseite. Ja. Was können Sie dazu sagen? Die Webseite selbst gefällt mir in der Gestaltung sehr gut. Ich gucke zweimal in der Woche so rein. Vor allem interessiert mich immer die Programmvorschau von der gesamten Woche. Die tue ich mir dann immer abspeichern und dann ausdrucken, damit ich weiß, welche Sendungen zu welcher Zeit kommen. Ja, ansonsten auch Informationen über China, wissenschaftliche Sendungen, Tourismus, das interessiert mich vor allem. Und dann, wie gesagt, Quizfragen, die immer jede Woche kommen, die beantworte ich dann, schicke ich meistens dann per Internet zu Ihnen, zu China Radio International. Zum Hobby nochmal, wenn ich was ansprechen darf. Ich höre sehr gern also Kurzwelle, also Radio aus also viele Länder. Wenn ich mal nicht Radio höre, dann muss ich sehr viel arbeiten, das ist klar. Und wenn ich doch Zeit habe und das Wetter ist gut, bisschen Radfahren und mehr reisen, mal eine Flugreise machen, so mal, wenn es geht. Aber das ist immer so eine finanzielle Angelegenheit. Sie reisen sehr gern, ja? Ich reise eigentlich sehr gern, ja. Ich war in den letzten Jahren in vielen Ländern, aber in Europa und in Nordafrika so. Ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, vor 2 Jahren mal in Südostasien zu sein, in Singapur und in Malaysia. Ja, das hatte ich mal die Gelegenheit gehabt, weil ich da mit jemandem mitgeflogen bin. Ja.
Also Herr Leupold, Sie hören unser Programm oft und nehmen auch oft an unseren Quiz-Serien teil, ja? Und genau. In den letzten Jahren haben Sie uns viele Hörerbriefe geschickt. Also ja, hier möchte ich herzlichen Dank für Ihre Unterstützung zu unserer Arbeit. Und wenn Sie später noch Wünsche oder Fragen über China haben, dann schreiben Sie uns bitte. Wir begrüßen alle Zuschriften von unseren Hörern. Genau. Ich habe sehr viel gehört. Ich habe auch, ich möchte mich mal bedanken. Ich habe mal vor ein paar Monaten einen Scherenschnitt bekommen aus China mit so Scherenschnitt, so bunte Wälderchen waren das. Die habe ich mir alle eingeheftet. Dann Musik-CDs bekommen, da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Dann habe ich mal hier so Programmhefte von China Radio International. Das ganze Kollegium, das gesamte deutsche Team ist da abgebildet. Also sehr interessant. Ja. Dann möchte ich mich nochmal bedanken, es war schon etwas länger her. Wir hatten sogar vor 2003 im Juli ein Hörertreffen gehabt in Leipzig. Und ich war leider nicht dabei, ich konnte nicht, aber es war sehr interessant. Selbst unsere Zeitung hat darüber berichtet. Ja. Und bei unseren späteren Hörertreffen begrüßen wir Sie noch herzlich. Ja. Also wollen Sie hier noch ein paar Worte zu Ihren Familienmitgliedern und Radiofreunden sagen? Ja, ich würde dann grüßen meine Frau Iris. Dann grüße ich einige der Ex-Freunde, die ich sehr gut kenne. Da nenne ich jetzt einige Namen. Das sind Hans-Joachim Brustmann in Leipzig. Dann grüße ich Roger Tauer in Sennewitz bei Halle. Henrik Kübert in Halle an der Saale, sowie die Arbeitsgemeinschaft der ADTX in Düsseldorf und natürlich auch die Mitarbeiter vom deutschen Dienst von KBS World Radio, nicht zu vergessen, sowie persönlich Sie natürlich, Radio China International, die deutsche Abteilung. Okay, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Leupold. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Zuhören unserer Sendung. So. Ja, auf Wiederhören. Auf Wiedersehen nach Peking. Ja, einen schönen Tag noch. Tschüss. Schönen Dank.